Willkommen zurück, meine Lieben, hier bei Slay the Spire mit dem Downfall-Mod. Ja, wir spielen weiter den Schleimboss. Rise Servant. Ja, beim letzten Mal ist nicht so gut gelaufen. Ich weiß nicht, warum meine Max-HP so niedrig waren. Verliere dein Starter-Relikt, erhalte ein zufälliges Boss-Relikt. Ha, ich denke, das hier wäre durchaus eine Option. 12 Max TP. Weil wir können uns ja wieder hochheilen, theoretisch. Verbessere eine Karte ist immer gut. Vielleicht hätte ich von Anfang an Split verbessern sollen. Wir probieren das einfach mal. Wenn es scheiße läuft, dann läuft es halt scheiße, ne? damit muss man dann leben. Ich denke, wir wollen zu dem Lagerfeuer da unten. Und dann entweder Händler oder Boss oder Elite. Und dann nochmal Lagerfeuer. Hört sich nach einem Plan an. Schmiede. Vielleicht sollten wir das eher schmieden. Wobei, das hier war auch nicht schlecht. Ja, ich denke, wir gucken, dass wir direkt von Anfang an zwei Schleime haben. Das skaliert, glaube ich, einfach auch ein bisschen besser. Nun denn, gucken wir mal. Ich würde sagen, wir nehmen einen Meyer Slime und einen Bruiser Slime. Meyer Slime, damit wir jederzeit hier guten können und HP regenerieren, weil ich möchte das gucken, dass wir das ausnutzen können, dass wir wirklich jede Runde ordentlich HP heilen können. Ich glaube, das ist wichtig. So, jetzt hat er 6. Ich denke mal, wir spielen die 2. Ja, heilen uns auch wieder. So weit, so gut. Ich glaube, der Meyer Slime ist wichtig, um das Heart of Goo ordentlich zu triggern. So, jetzt sollten wir ihn eigentlich platt haben, ne? Naja, wir haben nicht ganz alle Stacks gebraucht, aber was soll's. 4 Goo, 4 Block, Exhaust. Prepare. Gain 10 Block. Next turn, gain and draw 2 cards. Okay, das ist auch nicht schlecht. Das ist die Verbesserung. 15 Block. Yes. Lose 1 Slime Slot in exchange for 2 Strengths and 2 Dexterity. Ist auch nicht schlecht. Ich nehme das mal mit. Die Qual der Wahl war das. Aber wir müssen Karten upgraden. Wir müssen Karten upgraden. So. Was hat der? 12? Wir könnten den einen wegmachen. Dann kriegen wir allerdings 2 Schadenspunkte. Ich glaube, das ist akzeptabel. Zumindest, ja, ist der eine schon mal weg. 10 Block. So, und dann gib mir ein paar Schleime. Was nehmen wir? Meyer Slime, Bruiser Slime. So, dass wir wieder schön regenerieren können. Okay, viele fiese Statuskarten. Uns jetzt nicht sonderlich viel bringen, leider. Bisschen Heilung. Er macht nichts. Spiel das Zeug. Er hat 1 HP zu viel. Aber das ist gar nicht schlecht. Wir können wieder hochheilen. Wir können wieder hochheilen. Ja, Nummer 2. Split into Meyer Slimes. Das finde ich nicht schlecht. Und direkt ein Command von 2.
Prepare finde ich auch gut. Allerdings, ich weiß nicht, ob ich zwei davon haben möchte. Sind ein bisschen teuer. Gain 10 Block and 1 Blur. Do not lose Block at the end of the turn. Oh, das ist nice. 1 Blur for each Slime. Absorb all Slimes. Ha. Huh. Ich glaube, das ist momentan, wenn wir mehr Schleime haben, könnte man das vielleicht in Betracht ziehen. Ich nehme mal den Meyer Slime, weil ich den relativ gut finde. So, Split. Meyer Slime. Und dann würde ich sagen, Bruiser Slime. Und 10 Block. Kriegen wir einen Schadenspunkt rein, das ist okay. In der nächsten Runde können wir wesentlich mehr machen jetzt. So, wir könnten noch mehr Meyer Slimes spielen. Er hat 7. Spielen wir direkt einfach mal das. Das heißt, wir können... Soll ich den direkt commanden? Wäre, glaube ich, nicht schlecht. So, nächste Runde haben wir ihn und wir sind schon fast wieder voll geheilt. Läuft doch einigermaßen. So, und er kriegt 4 Gu rein. Ich denke mal, generell will man wahrscheinlich möglichst viele Meyer Slimes haben. Ich meine, wobei 15 Schaden pro Runde, wenn man 3 von den Bruiser Slimes hat, ist auch nicht verkehrt. Spielt eigentlich keine Rolle, was ich hier spiele. So, sind wir auf 70. Das finde ich gut. Gain 5 Block, apply 5 Goop and 1 Weak to all enemies. Ich denke, ich nehme lieber Leech Energy. Gratiskarten sind mein Ding. So. Ganz viele kleine. So, ich denke mal, hier brauchen wir definitiv einen von denen. Meyer Slime. Könnte einen wegmachen, ne? 8 Schaden, ne? Das ist ein bisschen wenig. Okay, das gibt jetzt ordentlich Damage rein, leider. Aber das heilen wir dann wieder hoch. Hoffe ich. Ich hoffe es. So, 5 Damage auf dich. Plus eine Heilung. 10 Block. Warum nicht? Könnt ihr den dann noch wegmachen? Weil ich will die Heilung haben. Und die werden jetzt erstmal ein bisschen geschwächt. So, der hat gut drauf. Denke mal 4 Damage. Machen wir den mal platt. So, jetzt gibt es keine Heilung mehr. Wir haben alles rausgeholt. Overexert 4 Potency. Two turns from now absorb all slimes. Command twice. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Command twice. Ich glaube, ich nehme den mit. Das andere, ich weiß nicht, ich möchte nicht die Slime fressen. So, was nehmen wir? Einmal Meyer Slime und ein Bruiser Slime. Plus 10 Block.
Weil ich meine, es sind schon mal 7 Schaden. Für einen Mana, 7 Schaden, 2 jede Runde. Das ist schon nicht schlecht. Okay, gib mir noch einen Meierslime. Also Command führt wirklich nur den ersten aus, aber das ist nicht so schlimm. Wir haben keinen Block mehr. Kriegen wir den Plant? 17. Knapp nicht. Trink das da mal. Spiel das zuerst und damit ist er platt. Kein Schaden kassiert. 8 Schaden, Command All Slimes. All Slimes finde ich schon fast ein bisschen besser. 2-mal. Allerdings geht der Damage nicht hoch. Das ist auch nice für die Tackle-Karten. Wir haben momentan aber nur eine Tackle-Karte. Solange wir nur eine haben, ich glaube, wir nehmen eher Pile-On. Wobei ich da ein bisschen traurig bin, wenn wir die wahrscheinlich am Anfang haben. Das ist nice. So. Gib mir einen Meierslime. Wir müssen ein bisschen blocken. Tja, jetzt kriegen wir Schaden reingedrückt. Das war nicht zu knapp. Geh auf den, weil der mehr weniger HP hat. Wir heilen das wieder hoch. Früher oder später. Wir hatten jetzt ein bisschen ein bisschen Pech. Würde ich sagen, oder? So. Command. Alle. Ah ne, das war nur der eine. Wird ein zufälliger kommandiert? Ich weiß es nicht. So, nächste Runde können wir auf jeden Fall ordentlich Karten spielen. Und den da direkt mal töten. Leech Energy, mach mal. Mach mal den weg. Äh, 14 Schaden macht der. Wie wär's, wenn er das nicht macht? Erstmal, Sicherheit geht vor. Okay, da können wir wieder commanden. Kriegen wir den platt? Ich glaube, wir kriegen den platt. Fantastisch. Leech Energy ist gut. Leeching Slime. Will ich noch mehr Schleime haben? Ist jetzt die Frage. Ist jetzt die Frage. Wenn ich meine, wenn wir... Wir haben hier eine Command All Karte. Das Problem ist, das ist relativ teuer. Ich nehme den Leeching Slime mal mit. So, was upgraden wir? Schmiede. Nein. All twice. Command twice. 2 Karten ziehen. 15 Block. Ich denke, wir sollten defensiv spielen. Prepare spielen wir eigentlich relativ häufig. Das ist eine gute Karte. Oh, guck mal. Die vielen kleinen Pissviecher. Oh, was ihr nicht alles habt. Okay, seht ihr?
Das lohnt sich ja schon fast. Geh mal in die Defensive. Das ist nicht mal ein Elite-Kampf. So, aber... wir haben mehr Karten. 6 und Command alle. Also, was nehmen wir? Wir nehmen... ich denke mal ein Guerilla-Slime und ein Maya-Slime. Okay, der eine ist schon mal weg. Und jetzt spielen wir noch Rüstung. Und in der nächsten Runde ist der nächste weg. Was macht der da immer, der blöde Zauberer? Ach so, ist das so, das will der Herr tun, ne? Ich sehe, wohin das führen soll. Ich sehe, wohin das führen soll. Fünf Damage. Ist leider ein bisschen wenig. Das ging leider auf den Falschen. Aber Karte ziehen. Okay. Den hier würde ich ganz gerne wegmachen. 7 und 15, 12. Das reicht leider nicht. Verdammt. Ah, das reicht leider nicht. Außer... das reicht immer noch nicht. Autsch, das wird wehtun. Das wird wehtun. Ich denke, wir sollten eher das machen, damit wir nur 20 Schaden kassieren. Autsch. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich den viel früher fokussiert, aber naja, kann man nicht wissen. Dissolve, das ist neu. Das ist auch eine nice Karte. Draw a card, then exhaust a card in your hand. Add a number of flicks to your hand equal to its cost. Exhaust. Ich weiß nicht, ob ich das will. Ich glaube, ich nehme lieber Slime Spikes. So, Händler oder... ich denke, wir müssen einen Händler nehmen. Wir müssen mal irgendwie Karten loswerden. Auch wenn es ein fieser Typi ist. So, was nehmen wir? Bruiser Meyer. Hätte ich gesagt. Und dann auf geht's. Kriegt seinen blöden Blockscheiß drauf. So, 10 Damage macht er. Ich würde sagen, das verhindern wir einfach mal so. Und in der nächsten Runde wieder abhauen. Nein, wird er noch nicht. Er wird mir Geld aus der Tasche ziehen, die Sau. Er wird mir Geld aus der Tasche ziehen. Okay. Dann... das hier ist fast ein bisschen unupgraded, fast ein bisschen nutzlos. Weil es sind einfach nur 6 Damage im Endeffekt. Prepare bringt uns jetzt auch nichts. Wir lassen es. Ich meine, es ist nicht so viel, was er uns da klaut.
So, dann können wir nochmal eine Karte ziehen. Gib mir einen Meier-Slime. ...90 Schaden gemacht. Ich glaube, das ist okay. Und uns wieder voll geheilt. Naja, nicht voll, aber ihr wisst, was ich meine. Mehr Slime Spikes. Flame Tackle. Tackle Steal 4 more damage this combat. Könnte man theoretisch nehmen. Aber wir haben nicht viele Tackles. 0 Kostkarten sind immer gut. Will ich noch einen zweiten von diesem Zornzeug? Neun Block für 1. Ist schon nicht schlecht. Ich glaube, wir brauchen mehr defensive Karten. So. Lass uns die Relikte angucken. Wäre die nächsten 2 Flüche ab. Braucht beim Aufheben 5 zufällige Tränke. Wir können sowieso nur 3 tragen, von dem her, was soll's. Schmeiß das da weg. Wobei wir nicht wirklich so viele Angriffskarten haben. Fällt mir gerade ein. Wir sind relativ defensiv aufgestellt, aber bisher funktioniert das auch gar nicht so schlecht. Wollen wir das Ding erhöhen? Command twice. Zwei Karten ziehen. Ist natürlich nice. Ich denke, das Ding ist wichtig, dass wir es upgraden. Gucken wir mal, was wir bei dem Fragezeichen finden. Syndragosa Skull. The third of block gained on the first turn. One third of block gained on the first turn of combat is instead gained as plated armor. Okay. Verstehe nicht ganz, was das was plated armor genau macht, aber werden wir schon irgendwie herausfinden. Greed Ooze. At the start of combat, spawn Greed Ooze. At rest side, Greed Ooze will take 50 of your gold. Increasing its damage by 1. YOLO, was, warum auch nicht? Wir gucken mal, was es macht. Ich meine, wir sind so oder so wahrscheinlich pleite. Größtenteils. Ach so. Ach, das braucht hier einen Slot. Deal 4 damage at the start of your turn can be revived if absorbed. Hm. Gibt uns das Seelen? Also, für jeden Damage eine Seele? Das wäre interessant. Mal gucken, was passiert. 54 haben wir. Was machen die? Ne, die machen einfach, das Ding macht einfach nur Schaden. Also war dem Sinne ein bisschen gewastet. Wir haben fast ein bisschen zu viele Schleime. Wir haben fast ein bisschen zu viele Schleime. Will ich die so überhaupt? Will ich das? Ich weiß es nicht. Will ich splitten? Ich glaube, das bringt mir nichts. Ah, du hast 5 Block Panzerrüstung. Ah, nice. Okay, verstehe. Ich glaube, das hier war ein Fail. Müssen wir einfach mal so eingestehen, oder? Split Bruiser. Nein, ich will jetzt nichts Unabgegradetes mehr haben, weil
Wir haben zu viele Karten, die wir dann nicht mehr aus dem Deck rauskriegen. Pylon. Okay, bauen definitiv einen Meyer-Slime. Cruiser-Slime ist okay. Und dann gib ihn. So, macht ein bisschen Blocken. Wir kriegen Schwäche drauf. Passt soweit. Unsere Jungs übernehmen das. Tackle 4 Damage. Das ist hiermit negiert. Und dann machen wir einfach nochmal 5 so. Ich denke, wir sollten das ohne Probleme überleben. 12 Schaden. Okay, verstehe. Können wir gut wegstecken. Will ich noch einen Meyer-Slime? Eigentlich nicht unbedingt, aber die Dornen sind nicht schlecht. Man kriegt sie direkt nochmal ordentlich Schaden rein. Sehr nice. Die Stacheln sind aber wieder weg, ne? Ja, Stacheln sind wieder weg. Okay. Fangen wir mal damit an. Command all twice. Auf geht's. So. Was haben wir sonst noch? 7 Damage, tschüss. Das war easy. Bisher läuft's. Ich habe das Gefühl, wir haben ein bisschen wenig Damage. Gain 4 Block each time you play a card this turn. Wow, okay. Das ist kein schlechter Trank. Liquidate. Cannot be used if you have a negative strength. Lose 2 strengths. Gain 2 potency. Theoretisch kann ich das ja spielen. Dann habe ich. Ich meine, das geht dann halt voll auf die Schleime. Wir bräuchten irgendwie mehr Slime-Slots. Rally the Troops. Das war eigentlich nicht schlecht. Deal 8 Damage Consume does not remove Goop. Okay. Wird günstiger. Komm nicht mit. Was haben wir sonst noch? Verdoppelt den Effekt von Tränken. Ein Mana. A random status card into your discard pile at the start of your turn. Zieht zu Beginn des Zuges 2 Karten mehr. Ne, wir brauchen das Mana. Das ist das Wichtigste. Aber gut, meine Lieben. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Dann probieren wir es nochmal in der Stadt. Mal sehen, ob es diesmal klappt. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.